So, ganz schöne Schneeverwehungen. Meine Seite ist Tiefschnee, die andere ist aus feuchter Asphalt. Muss man immer aufpassen, wenn das plötzlich in einer Kurve kommt. Die Sonne taut sogar. Ja, das wird jetzt hier sehr steil. Das sogenannte rote Mäuerl. So steil, dass das Vorderrad beim Wheelie-Fahren nicht mehr weit vom Boden entfernt ist. Geht rein. Geschafft. Sick. Grüß euch. Voilà. Servus. So viele Rodelfahrer. Grüß euch. Da dreht das Hinterrad schon durch. Aber dank der vielen Rodel und Bobs gut präpariert. Super, danke. Geht schon, ich bin eh ganz schmal. Passt sich schon durch. Danke, ja, ebenfalls. Grüß euch. Brauch nur ganz bisschen Platz, geht schon. Ja, nein. Ja, nein. Geht schon, danke. Und Schwung. Ein bisschen rutschig da, dreht der Reifen durch. So viele Rodelfahrer. Und nur ein Radfahrer. So, kleines Bergabstück. Bunny, hopp. Scheiße. Als ich weggefahren bin, war noch ungetrübter Sonnenschein. Jetzt ist schon ziemlich bewölkt. Na, ist das ein schöner, schön verschneiter Wald. Herrlich. Grüß euch. Servus, danke.
Normal fahre ich ja immer da oben, da ist der Weg interessanter. Ich habe es versucht, da sind zwei Leute zu Fuß gegangen, Tiefschnee, zu steil, gräbt man sich sofort mit dem Hinterreifen ein. Grüß euch! Braucht nur ganz wenig Platz, danke. So, jetzt sind wir schon fast ganz oben. So, da war er geschafft. Super, Timmy. Cool. Ein Auto raufgefahren mit breiten Reifen, somit ist es leicht, die Spuren hinaufzufahren. Hi. Ja, das war hier ein schöner, dichter Wald, so wie gerade hinter mir. Ist gerade frisch geschlägert worden. Unten war ein schöner Weg, der ist jetzt... Ist jetzt ziemlich kaputt. So. Da dreht der Reifen durch. So. Entschuldigung. Ja, ich fahre hier schon seit 35 Jahren mit dem Mountainbike. Trotzdem finde ich ab und zu noch neue Wege. Erstaunlich. Na, Tini. So, gab Schneeverwehungen, hat sich mein Radl hinten gleich ein bisschen eingegraben. Jetzt sind wir gleich beim Sender. Mitgepresst. Herrliche Tiefschneeabfahrt. Hier, da ist tief. Oh no! Wieder mal stecken geblieben. Was? Tini, komm, lauf! Liegt jetzt wirklich einiges an Schnee. Bin ich voll stecken geblieben mit dem Fahrrad. Sehe ich leider nicht mehr, wo der Weg verläuft. Ach Mist, ich bin gestanden geblieben. Schwung! So, da verläuft der Weg auf jeden Fall nicht, aber da vorne müsste ich wieder drauf kommen. Tini baggert sich da durch, na Tini. Viel Schnee, gell? Das ist Wahnsinn. Anstrengend. So, also hier kann man momentan nicht fahren. Da vorne wird es dann aber steiler. Dann hoffe ich, dass ich dort dann durch den tiefen Schnee rollen kann, ohne dass es mich nach vorne überschlägt. Da unten müsste ich dann auf den Weg wieder kommen. Puh. Aber praktisch, man kann das Radl immer stehen lassen, es fällt nicht um. Wo ist der Weg?
Ja, jetzt bin ich am Berg. Irgendwann muss man dann rechts abzweigen. Ich weiß nicht mehr wo. Scheiße, ich habe mich völlig verfahren. Wo war denn das? Na, egal, ich fahre einfach da runter. Okay, da war was unterwegs. Ich glaube nur ein Tier. So steil, dass man ab. Jetzt bin ich wieder vom Weg. Schnuffeli. Na Tini, bin ich dir zu schnell? Oh, sogar das Runterfahren anstrengend bei so viel Schnee. Ich einfach das Hinterrad beim Bremsen. Da macht es keine Geräusche. Ja, ich habe leider die Abzweigung versäumt. Und da woanders runterfahren. Schnee. Wieder Sonne. Und der bekommt man im Winter immer viel zu wenig ab. Ja, oben stürmt, hier unten ist halbwegs windstill.
gibt sie. Hallo. Ja, genau. Ich bin geizig, muss sparen. Besonders der Avogadro möchte natürlich nicht, dass es schmutzig wird. Mal schauen, wo halbwegs gespurt ist, wo ich da wieder rauffahren kann. Ich habe wieder einen zweiten Akku mit. Im ersten habe ich gerade jetzt 2 Punkte verbraucht. Aber ich kann nur noch öfter auf- und abfahren. Da ist gut gespurt. Das ist jetzt so ein steiles Stück. Ohne Motor, mit guter Kondition. Der Puls da immer recht hoch. Ja, und jetzt mit dem E-Mountainbike kann ich da sogar mit leicht durchdrehendem Hinterrad hinauffahren. Das wäre also ohne Motor völlig unmöglich. Auch deshalb, weil durch die Kurbeln leitet man die Kraft so ziemlich sinusförmig ein. Da dreht der Hinterreifen einfach voll durch, wenn die Kurbeln im horizontalen Bereich sind. Und im vertikalen bleibt man dann mit dem Radl stecken. Der Motor hat doch eine ganz schöne Verzögerung, wo man diese Totpunkte wunderbar überbrücken kann. Ja, da sind wir mit Skiern gefahren. Also nicht Langläufer, sondern mit alpinen Skien. So schönes Wetter. So, endlich wieder ein Radfahrschild. Dachte ich schon, ich bin nicht mehr im Radweg. Passt wieder super. Ja, also normalerweise sind die Jäger immer sofort auf allen Wegen unterwegs mit ihren stinkenden Autos. Aber oh Wunder, hier war ein bisschen Radfahrer und Fußgänger und Skifahrer unterwegs. Radfahrer dürfte runtergefahren sein, sonst wäre er da kaum durch den Tiefschnee aufgekommen. So, der Skifahrer hat hier sogar Bogerung gemacht, runtergeschwungen. Und ich kämpfe mich damit einen ordentlichen Schlupf rauf. Jetzt ist die Frage, wie ich weiterfahre. Der nächste Weg hinauf wäre recht steil. Da bin ich sicher. Ja, da ist kaum jemand gegangen. Probier mal. Nö. Ja. So, ich habe da eine Markierung entdeckt. Ich wusste gar nicht, dass da ein Weg ist. Glaube ich, da wird sogar der Schnee geräumt, damit die Jäger daherfahren können. Ein holpriger Wanderweg hier. Ja.
Ja, also sobald es richtig kalt ist, halten die Akkus vom Gimbal nur ganz kurz. Also so bei minus 10 Grad vielleicht 5 Minuten. Und weil diese hier noch die besten sind, das sind die, die original dabei waren. Ich habe da noch welche gekauft, die waren noch schlechter. Ja, jetzt tausche ich immer. Die nicht im Gimbal sind, lade ich und stecke sie da so in ein Neopren-Tascherl, wo sie dann nicht ganz so abkühlen beim Laden. Vorm Laden wärme ich sie auch ein ganz klein wenig auf, weil es angeblich schlecht ist, wenn man Lithium-Akkus kalt ladet. Ja, neben der Straße geht ein schöner Single Trail, den ich normal immer fahre. Mal schauen, ob der jetzt auch geht. Oder bin ich da schon vorbei? Nein. Ich habe leider einen Teil verpasst. Aber da ist er. Nicht abstürzen. Wieder absturzgefährdet. Ja. Ah, schon vorbei. Also den meisten Teil habe ich verpasst. Der Schnee schaut alles so viel anders aus. Ja. Oh, verdammt. Da dreht das Hinterrad durch. Also Schlupfer, das. Sprich, es dreht sich schneller als ich fahre. So, jetzt ist die kalte Luft eingetroffen mit dem Wind. Von nur so minus 3 Grad sind wir jetzt sicher schon auf minus 5, 6 gefallen. Ei, liegen gerade der Rodeln im Weg. Tut sich leichter. Wow, sehen wir. Trotz extremen Glatteis und Windböen. Bleib nur, Tini, bleib. Grüß dich. Hallo. Komm, Tini, na, geh weiter. Sind wir gleich oben, Tini, noch ein Stückchen, komm. Ein Stückchen noch. Super. Oh, da weht's ja wirklich ein bisschen. Na, bleib oben, Tini, schau. Sonne. Da sind wir gekommen. Da ist eine Windkugel. Da unten ist Baden.
Früher habe ich es geschafft, die Stufen raufzufahren, aber die sind jetzt neu gemacht worden und so scharfkantig. Da hatte ich noch gar kein E-Mountainbike, noch motorisiert bin ich da rausgefahren. So. Tini, haben wir. Tini! Tini! Komm! Wir fahren jetzt. Gebaggert. Herrlich. Da waren schon viele Wanderer unterwegs, aber noch kein Radfahrer. Meine Augen tränen durch den kalten Wind. Ich sehe kaum was. Yep. Oh, fuck! Ey, wo ist mein Fahrrad? Oh, Schneesturm. Na, jetzt wäre ich fast in den Baum gefahren. Sollte man den Weg nicht verlassen, weil da sind nämlich viele Hindernisse unterm Schnee, die man jetzt gar nicht sieht. Fette Wurzeln und dergleichen. Oh, mir friert mein Gesicht ein. Solche Kurven sind nicht leicht bei Schnee. Ja, der Wind hat die saukalte kontinentale Luft gebracht. Jetzt habe ich mir eine Sturmhaube aufgesetzt, damit mir das Gesicht nicht einfällt. Die fetten Asos Winterhandschuhe habe ich an. Tini hat auch ihren Mantel an. Schnuckel. Ja. Ja, und so können wir weiterfahren. Das ist ja was. Packen wir es wieder. Voilà. Uiuiui. Wir frieren die Bremsen immer ein. Ähnlich wie bei nassen Felgenbremsen bremst das vorher überhaupt nicht. Eine Zeit lang vollziehen, bis es erst anfängt. Ja, so wenig Schnee. So zeitig geblasen da und dort.
neu, glaube ich. Ah, da haben die Wildschweine gegraben. Zu lang. Hallo, danke. Hallo, bitte. Servus. Oh, da haben sie die Wildschweine wieder gegraben. Ah, dann gibt's halt. Also das ist das. Das ist jetzt gerade nur noch angezuckert. Sonst könnte ich doch gar nicht drauf fahren. Wahnsinn, der ist drum gegraben worden von den Wildschweinen. Org. Also es dürfte dann hier taugen. Ein richter steiniger Weg. Oh. Gar nicht leicht hier zu fahren mit den vielen Brocken. Den gar nicht so steinig in Erinnerung. Ach so, ich bin mit den anderen hier gefahren, okay. Deshalb, na, der ist ja lieblich dagegen. Org, überhaupt kein Schnee hier. Und sogar noch gatschig, obwohl es jetzt so saukalt ist. Na, da der Schnee ist gefroren. Thank you.
Baum ist umgefallen. Liegt über dem Weg, aber nicht ganz. Kommt noch vorbei. Also der Motor wird immer lauter. Ich spüre dieses Schleifen sogar als Vibrationen am Pedal, auf den Fußsohlen. Das ist ein Mehrwert, das ist so eine Fußsohlen-Vibrationsmassage, die mir der Motor da verpasst. Der erste Akku ist jetzt fast leer gefahren. Mal tauschen. So. Aufgesperrt, Schlüssel wieder verstauen. Wehe, man verliert den mal auf einer Tour oder vergisst den. Dann hat man zwar einen zweiten Akku mit, kann aber mit dem nichts anfangen. Das ist einem Freund einmal passiert. Der hat sich schön geärgert. Der ist zum Glück so früh drauf gekommen, dass er dann die Tour abbrechen konnte. Ja. Und noch zum Auto zurückgekommen ist. Zahlenschloss angenehmer. Da kann Ihnen das nicht passieren. Also ich habe meinen Schlüssel immer im Rucksack. Da achte ich drauf. So, der hat noch nicht eingerastet. Geht ein bisschen schwer, wenn der Neoprenschutz drauf ist. Der Wintermantel. So, mit dem frischen Akku habe ich da gleich mehr Power wieder im Motor. Brauche ich auch, weil das ist ordentlich steil. Steil und wurzelig. So, dann sind wir wieder oben. Die Frage, wie wir jetzt fahren. Ich fahre mal rüber Richtung Gipfel, anderen Gipfel. Da mal runter. So, dann fahren wir rüber zum anderen Gipfel. Da gibt es auch noch schöne Wege. Kommt hin, hopp, hopp, schnell! Gut. Soll ich vorfahren, oh Gott. Hopp, hopp! Oh.
Sonne wieder raus. Skispuren und da rechts hinauf. Oh, voilà. Na, kommt hin, ich lauf. Muss mich überholen. Ich war eh so langsam. Sink ich ein. So, jetzt habe ich beim Rauffahren einen schönen Tiefschneehang entdeckt. Den werde ich einmal runterfahren probieren. Es sind auch Skispuren gewesen. Es sind Leute runtergewedelt. Das müsste irgendwo. Aha, wie komme ich denn da hin? Ich dachte, die Vorstraße führt da vorbei. Aber das ist weiter vorne, geht das erst runter. Jetzt macht aber die Fahrstraße eine Kurve. Ah, interessant. Im Jungwald. Ah, wie komme ich da hin? Scheiße. Bin ich schon oben. Ich probiere mal, ob ich vielleicht hier zu dem Tiefschneehang komme, den ich runterfahren möchte. Oh, wow. Hey, das ist verwachsen. Verwachsen, dornig. Nö, muss ich anders probieren. Außerdem sind da keine Skispuren und da sind ja die Skifahrer irgendwie hingekommen. Das ist schön rutschig, da kann man gut das Vorderrad blockieren lassen. Wie komme ich da hin? So, jetzt habe ich eine Idee, wie ich da hinkommen kann. Nämlich von der anderen Seite. Das blockierte Vorderrad. Man kann sogar ein bisschen lenken mit blockiertem Vorderrad. Nein, ein ganz bisschen. Sobald man ein bisschen schief kommt, rutscht es einen weg. Na, na, ganz schön weit gekommen. So, jetzt probiere ich von der Seite zu den Hängern zu kommen. Grüß euch. Voilà. So, ich fahre da mal auf die Warte rauf und hoffe, dass ich da oben ein bisschen einen Überblick habe.
bleib oben. Bin ich. Nein, oben bleiben. Komm. Nein. Traut sie sich so weit rauf? Auf einmal will sie nicht. Ja, es taugt ja nicht, wenn man da so durchschauen kann. Kommt Hähnchen! Wo ist der Hund? Kugel. Hier sieht man die hohe Wand mit der steilen Flanke. Da ist der Schneeberg. Auf der Ebene scheint auch noch ein bisschen die Sonne. Ja, und da habe ich gedacht, dass hier diese tiefen Hänge runtergehen, aber da ist auch der Naja, die werden. Ah, warte, da sehe ich eh. Spuren, die sind da aufgegangen und von dort dann runtergefahren. Ich glaube, das ist mir zu mühsam, weil da werde ich alles schieben müssen. Ja, da fahren wir alles im Stein. Bei uns sind immer die Fensterscheiben gewackelt, als da noch ganz frisch war. Und zwar, wenn die gesprengt haben, sind gewackelt und die sind auch so eine Größe bis zu uns rübergeflogen. Die waren dann alle im Schwimmbad. Der Tini ist wirklich begeistert. Mal wieder runter, Tini. Schnell runter bin ich, wäre ich schneller, wenn ich überholen würde. Und fahren wir wieder runter. So, probieren wir mal hier runterfahren. Da ist nur einer gegangen. Schon wieder nichts, weil meine Augen trotz Brille so tränen durch den kalten Wind, der sich da seitlich hineinschummelt. Ja, da bin ich früher vor 30 Jahren oft mit dem Fahrrad gefahren. Wie wir da mal runterfahren. War schon lange runter. Na bitte, Tiefschneefahrt. Nur ein Hase unterwegs.
Da ist das Ladegerät kaputt, das beim Gimbal dabei war. Kontaktfehler kann es keiner sein. Und zwar hier meint der Akku voll, Akku leer. Jetzt tausche ich die Akkus aus. So, jetzt ist einmal der voll. Ja, jetzt haben wir auch gerade noch einen Tiefschneehang gefunden, wo noch niemand gegangen ist. Ah. Oh ja, doch, hier schon wieder ein Tier. Aber jetzt ist tief Schnee an der Spur. Zweiten Teil vom Canadian fahren. Da sind vorher von mir schon Leute mit dem Rad runter. Okay, da ist keiner gefahren, die sind geschoben. Viele Spuren. Aber ich kann das durchfahren, dank des Motors. Und viel Balance. Nur die Bremse geht nicht, scheiße. Da jetzt ja. Ah, Wahnsinn. Bremse hat einfach nichts getan. Käse. Total eingefroren. Jetzt tut die Bremse erst wieder was. Okay, Schaltung spinnt, weil sich da wieder mal Eis gebildet hat. Boah. Das wird jetzt kein toller Sprung werden, über die Schanze. Ist sie zu langsam? Okay, dann hat es auch einer versucht über die Schanze, ist auch gescheitert. Witzig. Martin, ich laufe jetzt auf den Sprung. Ja.
Und jetzt. Ah je. Kein Speicher mehr. In die GoPro 5 und 6 Hero geht eine 128 GB Karte rein. Hier bei der YI leider nur eine 64er. Naja, und wenn man mit 4K filmt, dann sind die 64 GB relativ schnell leer gefilmt.